wirklich, der Mann, der dieses Auto entwickelt hat, gehört ins Paradies. Weil er seine Sache sehr gut gemacht hat. Sechs Millionen Kilometer hat mein Laster drauf. Ich kümmere mich mehr um ihn als um die Familie. Ich will nur dieses Auto hier haben, weil es gut ist und volkstümlich. Es ist gut für einen armen Menschen aus dem Volk, wie ich einer bin. Alltagsklassiker nennt man sie bei Mercedes, die Autos des späten letzten Jahrhunderts. In Deutschland sind sie längst Liebhaberfahrzeuge. In Nordafrika oder Lateinamerika dienen sie vielen Menschen als Arbeitsgerät und Existenzgrundlage. Es ist der Autotempel schlechthin. Jährlich pilgern Hunderttausende nach Stuttgart zur Wiege des Kraftwagenbaus. Automobilhistorie aus mehr als 130 Jahren ist im Mercedes-Benz-Museum ausgestellt. 160 Fahrzeuge. Legenden wie der 300 SL. Prototypen, die nie in Serie gingen. Silberpfeile, die Renngeschichte schrieben. Aber auch die millionenfach produzierten Allerweltsdaimler. Bei Mercedes, selbst überholt und blank gewienert, kann man sie sogar kaufen. Vorausgesetzt, man ist bereit, für ein 40 Jahre altes Auto den Preis eines Neuwagens auszugeben. Etwa für den Strich 8. So nennt ihn der Volksmund nach seinem Erscheinungsjahr 1968. Bei den Ägyptern heißt er Khansira, Schweinchen, ausgerechnet. Angeblich sieht er dem Borstenvieh ähnlich. Tariq Laza ist Taxifahrer. Er fährt einen 200er. Kairo am Nil. Die größte Stadt Afrikas, am längsten Fluss der Welt. Tariq ist ein ganz besonderer Taxifahrer. Seine Kleidung hat ebenso viel Stil wie sein Auto. 59 ist er, sein Daimler nur 25 Jahre jünger. Fast sein ganzes Arbeitsleben schon ist er Taxifahrer. Neue Autos mag Tariq nicht. Die nennt er Plastikautos. Die sehr hohe Sicherheit gefällt mir. Weißt du, in Ägypten sind die Autofahrer oft ganz schön verrückt. Manche fahren gerne sehr schnell. Wenn man dann plötzlich bremsen muss und es fährt ja hinten einer drauf, dann ist er ganz schön unglücklich. Mir macht das nichts, denn mein Auto ist stark. Deshalb mag ich den Mercedes. Oft arbeite ich in Zamalek oder Garden City, den reichen Vierteln von Kairo. Die Leute dort mögen dieses schöne klassische Fahrzeug. Und manchmal sagen sie zu mir, Tariq, wir wollen auf die Sinai-Halbinsel nach Sharm el-Sheikh oder zum Katharinenkloster. Das gefällt mir. Eine halbe Tagesreise von Kairo und, wie die Pyramiden, beliebte Touristenziele. Aber die Stadt selbst ist ein Moloch. 20 Millionen Einwohner. Es gibt kaum U- oder Straßenbahnen. Der öffentliche Nahverkehr ist eine Katastrophe. Wer hier nicht zu Fuß gehen will, der braucht ein Auto. Oder fährt Taxi. Mehr als 50.000 davon gibt es in Kairo. Aber Fahrer wie Tariq gibt es nicht mehr viele.
denn der Staat subventioniert neue Taxis mit Katalysator. Ägypten kämpft gegen die Umweltverschmutzung. Ein gigantisches Problem, vor allem in Kairo. Die alten Stinker sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Tarek muss seinen Strich 8 deshalb in Schuss halten. Einen neuen alten Mercedes dürfte er nicht mehr als Taxi zulassen. Für ihn ist das ein grausamer Gedanke. Ich habe so ein Plastikauto ausprobiert, so ein chinesisch-koreanisches. Aber bei dem musst du alle 3-4 Monate irgendwelche Teile erneuern. Aber bei Mercedes kannst du 8 Jahre warten, bis du die Ersatzteile wieder tauschen musst. Ab und zu muss Tarek mit seinem Khansira trotzdem in die Werkstatt. Immerhin hat er rund 500.000 Kilometer auf dem Schweinchenbuckel. Der Kofferraumdeckel klemmt. Eine Kleinigkeit. Und schnell behoben. Tareks 200er ist einer der letzten in Kairo. Aber im Nildelta, erzählt er, gäbe es eine Stadt, Fakus, voll von alten Daimlern. Ein Strich-8-Paradies. Noch 50 Jahre nach der Präsentation der Modellreihe. Sein Name? Mercedes-Benz 250. Seine Väter? Gottlieb Daimler, Karl Benz und 1700 Ingenieure. Jetzt hat er Erfolg. Nichts als Erfolg. Von Stoßdämpfern wird im Test mehr verlangt als in der Praxis. Nehmen wir an, Sie hätten hintereinander 20 solcher Radfahrer vor dem Kühler. Beim 20. Male bremsen die 4 Scheibenbremsen wie beim ersten Male. Sein Name? Mercedes-Benz 250. Ein Ergebnis unserer Leidenschaft zur Perfektion. Fahren Sie ihn. Im Mercedes-Museum hat man dem Strich 8 und seinen Nachfolgern einen eigenen Raum gewidmet. Alltagshelden heißen sie, die Brot- und Butterautos, die Mercedes einst den Umsatz garantierten. Neben der Massenware haben sogar ein paar Spezialkarosserien Platz in der Ausstellung gefunden. Etwa dieser italienische Strich 8 Leichenwagen. Manch ein Passagier auf seinem letzten Weg mag jünger gewesen sein als das Auto, das ihn transportierte. Der Nachfolger wurde werksintern W123 genannt. 2,7 Millionen Fahrzeuge hat Mercedes produziert. Fast die Hälfte ging in den Export in 173 Länder. Die Lieferzeiten lagen anfangs bei bis zu 3 Jahren. Abgelöst wurde er vom W124. Dieses portugiesische Taxi hat 1,9 Millionen Kilometer hinter sich. Man sieht es dem Diesel nicht wirklich an. Nicht nur im Museum ist der W124 längst auf dem Weg zum Liebhaberfahrzeug. Utting am Ammersee. Ein sonniger Spätsommertag. Der W124-Club trifft sich zur letzten Ausfahrt des Jahres. Mitglieder aus der Region Stuttgart treffen die Kollegen aus Bayern. Deutschlandweit hat der Club fast 1000 Mitglieder. Und die wenigsten von ihnen haben nur einen 124er. Natürlich ist auch ein bisschen Snobismus dabei, Autos aus einer Zeit zu fahren, in der Feinstaub, CO2 oder NOx-Emissionen noch kaum ein Thema waren.
Wir haben noch zwei Coupés, das Cabrio, die Limousinen, 6-Zylinder, 8-Zylinder, 4-Zylinder Diesel, die ganze Palette. Wobei unsere Söhne auch mitfahren. Also der eine fährt seinen festen, der andere studiert noch immer mal wieder, kommt da und braucht eben auch ein Auto. Der fragt dann, welcher Wagen ist gerade frei? Ich habe einfach Spaß am Fahren, Spaß am Auto und das schon eigentlich von klein an. Ich liebe dieses Auto. Für mich ist es der Wolf im Schafspelz. Der sieht aus, wenn hinten 200er Diesel stehen würde, würde mir jeder abnehmen. So wird er auch angeschaut im Straßenverkehr. Und wenn man dann halt mal das Gaspedal bedient, solche Augen. Denn alles ist Understatement an ihrem Auto. Der Wackeldackel, das Fehlen des Typenschilds. Die nackten Zahlen. 4,2 Liter Hubraum, 8 Zylinder, 279 PS, 250 Spitze. Eine 30 Jahre alte Rakete. Aber der 124er hat auch Schwächen. Es ist halt leider das Rostproblem. Das ist bei allen mit den Jahren gekommen. Ich rate da jeden, der ein Auto sich anguckt, bitte sichtbarer Rost unbedingt zu vermeiden, weil da geht's richtig ins Geld. Rost ist bei diesen Exemplaren kein Thema. Nicht einmal eifersüchtige Gattinnen. Haben Sie schon manchmal unter dem Hobby Ihres Mannes auch ein bisschen gelitten? Gelitten kann man nicht sagen. Er ist jemand, der halt von jeher schon Benzin im Blut hat, schon von seinem Berufswegen her. Und ich mache das gerne mit. Also ich fahre auch gern schnell Auto, zumindest früher bin ich eigentlich gern schneller gefahren. Und es gibt schlimmere Hobbys als dieses. Paul Strubel ist Autoingenieur, ausgerechnet bei der Konkurrenz, bei Porsche. Und deshalb kennt er auch ein bisher gut gehütetes Geheimnis. Im Mercedes Cabrio steckt nämlich auch ein bisschen Porsche. Daimler-Benz kam auf Porsche zu und hat den Auftrag erteilt, aus dem C124, also aus diesem Coupé, ein Cabrio zu machen. Das klingt zunächst recht einfach, man schneidet das Dach ab und macht einen Verdeck dazu und gut ist. Das war dann nicht ganz so einfach. Es mussten mehr als 1000 Rohbauteile neu gemacht werden, also entweder neu konstruiert, Blechdicken verändert oder hochfeste Stähle verwendet werden. Es musste alles neu gemacht werden. Es hat insgesamt zu einer zweijährigen Entwicklungsarbeit geführt mit sehr, sehr großem Umfang. Porsche war damals in der Krise, die Produktion zu teuer, die Bilanz im Minus. Der Auftrag von Mercedes half dem Unternehmen zu überleben. Und sicherte Paul Strobel, dem Mercedes-Liebhaber, den Job bei Porsche. Die Lemkes besitzen 10 124er. Einen haben sie kürzlich verkauft. Multiples Organversagen nach einer 500.000 Kilometer. Das Telefon stand trotzdem nicht still. Es waren alles Leute aus Libanon, aus Jordanien, die diese Fahrzeuge zerlegen und in diese Länder importieren. Weil der Import von Komplettfahrzeugen wohl in diese Länder nicht mehr möglich ist. Und da der Wagen dort als Alltagswagen noch läuft, brauchen die Teile. Und hier in Deutschland gibt es nicht mehr allzu viel. Deswegen, wenn dann mal ein Schlachtfahrzeug auf dem Markt ist, die sind gesucht. Labi Busetta kann ein Lied davon singen. Auch er ist immer auf der Suche nach Ersatzteilen. Labi stammt aus Marokko. Seit 40 Jahren lebt er in Stuttgart. Er fährt einen 124er, einen Kombi, Baujahr 86. Für mein Auto ja, da bekommt man neue Teile und man auch kann besorgen in eBay oder im Schrott. So alt ist die auch nichts, dass man keine Ersatzteile mehr bekommt. Bei Assis Schrebati wird er manchmal fündig. Eigentlich verkauft Assis ganze Autos, Gebrauchtwagen im Billigsegment. Viele landen über Umwege im Ausland. Vor allem Autos mit wenig Elektronik, die leicht zu reparieren sind. Aber die Hürden in Labis Heimatland Marokko sind inzwischen hoch. Der darf nicht älter als 5 Jahre. Und das Auto ist jetzt sehr alt. Da kommt nichts rein in Marokko. Viele Länder haben solche Importbeschränkungen. Der Umweltschutz wird immer wichtiger. Aber Gebrauchtwagenhändler sind findig. Der kommt Händler zum Beispiel von Ägypten. Kauft über 20 Fahrzeuge, schlachtet ab, also nimmt dann einen Container drin und dann transportiert nach Ägypten, dann wieder zusammen die Fahrzeuge, dann verkauft als normales Wagen. Achso, die werden geschweißt. Ja, werden dann geschweißt wieder, ja. Auch eine Lösung. Importiert wird dann kein ganzer Gebrauchtwagen, sondern zwei halbe, also gewissermaßen Ersatzteile.
Labi plant eine Reise in seine Heimat Marokko, nach Casablanca, mit dem Auto. 3000 Kilometer Luftlinie von Stuttgart entfernt. Ein letzter Check vor dem Urlaub. Unter den Augen der Nachbarschaft. Labi ist gelernter Automechaniker, hat jahrzehntelang in einer Mercedes-Vertragswerkstatt gearbeitet. Er kennt den 124er in- und auswendig. Wie alt ist er jetzt? 31. 31 Jahre? 31, ja. Aber ansonsten ist das Auto einwandfrei, die fährt so ruhig. Sehr schön. Kannst mal mitfahren nach Marokko. Ja. Da haben wir Platz genug. Das Angebot kommt für Peter, Labis Nachbarn, wohl etwas zu überraschend. Dann zeige ich dir ein paar Bilder von Marokko. Hast du ein paar hier? Hast du Lust? Ja, gerne. So, Oldtimer in Marokko, das siehst du hier, guck mal. Ganzer Park ist nur 123 Taxi. Die sind wirklich also robust. Das ist hier in Deutschland, da haben wir mal an dem Oldtimer hier was gemacht. Ist auch in deiner Werkstatt da? Das ist in der Werkstatt, ja, genau. Aber der rote ist nicht deiner? Nein, nein, das ist ein A-Klasse. Das ist wieder mein Wohnmobil, ja. Das ist unterwegs nach Marokko. Und das ist Casablanca, das Zentrum. Das siehst du hier auch nur 123, überall, egal wo du hinguckst. Wird immer schöner Marokko, ja. Jedes Mal, wenn ich hier also nach Marokko komme. Und ist ja Heimat. Casablanca, 4 Millionen Einwohner. Marokkos größte Stadt, Industrie- und Handelsmetropole am Atlantik. Und die Stadt, aus der Labi stammt. Derb Sultan heißt das Viertel. Hier ist er aufgewachsen. Einmal im Jahr treibt ihn das Heimweh von Stuttgart hierher. Mal kommt er allein, mal mit der Familie, seiner Frau und den zwei Söhnen. Seit ein paar Wochen ist Labi im Ruhestand. Künftig will er nicht nur für ein paar Tage nach Marokko kommen, sondern für ein paar Monate im Jahr. Auch nach 40 Jahren Deutschland trifft er immer wieder mal Bekannte von früher. Hier bist du geboren? Hier bin ich geboren, ja. Und hier bin ich aufgewachsen und dann zur Schule gegangen. Und nachher bin ich gewohnt, also in dem Haus hier. Also das war wirklich wunderschön. Jetzt ist verkauft worden. Marokko bleibt immer meine Heimat. Meine Wurzeln sind hierher und Deutschland ist mein zweite Heimat auch, also da verdiene ich mein Brot. Und beide Länder eigentlich, Marokko und Deutschland, sind beide meine Heimat jetzt geworden, also beide. Also da kann ich weder auf Deutschland verzichten, noch auf Marokko. Ja, so ist es. Und deshalb fährt er jedes Jahr von einer Heimat in die andere und wieder zurück. Mit seinem Mercedes, der zu Marokko passt. In Deutschland aber schon fast wirkt wie ein Märchen aus alten Zeiten. Mercedes-Benz freut sich, Ihnen vorstellen zu können. Die neue mittlere Mercedes-Klasse 200D bis 300E. Selten hat so viel Neues zu so viel erlebbarem Nutzen geführt. Und noch nie war so viel Nutzen mit einem solchen Erlebnis verbunden.
Erfahren Sie, welcher Fortschritt nach fast 100 Jahren Automobilbau heute noch möglich ist. Und erleben Sie, wie viel pures Vergnügen dieser Fortschritt machen kann. Der Fortschritt, der den Abstand deutlich macht. Zurück in Casablanca. Der W124 Vilabi einen fährt, gilt hier geradezu als Neuwagen. Den kann sich hier fast keiner leisten. Das Stadtbild wird vom Vorgängermodell beherrscht, dem 123er. Spitzname in Marokko, Weißer Hai. Meist als Grand Taxi genutzt, als großes Taxi. So heißen die Autos, die vor allem für Überlandfahrten gebucht werden. Sie funktionieren nach dem Prinzip der Sammeltaxis. Der Fahrer startet, wenn das Auto voll ist. Die meisten Grand Taxi sind Mercedes 240 Diesel. Die moderne Konkurrenz holt zwar auf. Minibusse der Marke Dacia, der Billigtochter von Renault, sind immer häufiger vertreten. Aber die Fahrgäste würden auf Mercedes schwören. Schwören die Mercedes-Taxifahrer, die hier auf Kundschaft warten. Auf marokkanische Art. Entspannt bei einem Gläschen Kaffee. Ahmed Khmain etwa, 59 Jahre alt, seit 25 Jahren Taxifahrer. Er fährt täglich von Casablanca nach El Gara, in sein Heimatdorf, etwa eine Stunde entfernt. Auf 400 bis 500 Kilometer kommt er jeden Tag. Bis zu 6 Fahrgäste passen in sein Taxi. 4 hinten, 2 vorne. Auch Ahmed fährt einen Diesel. Der ist in Marokko billiger als Benzin. Und Ahmeds Weißer Hai begnügt sich mit 8 Litern. Kaum mehr als ein Neuwagen. Ich habe mir einige neue Autos angeschaut. Das gefällt mir nicht. Im Vergleich zu Mercedes ist die Zuverlässigkeit geradezu lächerlich. Im Mercedes kann man sogar 2.000, 3.000 Kilometer fahren, ohne darüber nachzudenken, ob man in der Wüste hängen bleibt oder so. Man kommt immer an. Man mag es ja kaum glauben, wenn man sich Ahmeds Auto genauer ansieht. Immerhin ist es 36 Jahre alt. Wie viele Kilometer es runter hat, weiß Ahmed gar nicht. Der Tacho ist kaputt. Und tatsächlich ist er immer auf der Suche nach Ersatzteilen. Ein Ersatztacho? Vielleicht kann Labi Akhbouk helfen. In seinem Teilelager gibt es fast alles. Vor allem für den 240er Diesel, den hier die meisten fahren. Aber es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, gebrauchte Teile zu bekommen. In 10 Jahren, sagt Labi, wird es keine Teile mehr geben. Noch bezieht er viel aus Europa, von Unfall- oder Schrottautos. Alle 3 bis 4 Monate bekommt er eine Lieferung per Schiff. Die letzte kam vor einem Monat. Sie ist schon fast wieder verkauft. Nur der weiße Kotflügel, den Ahmed gut brauchen könnte, der stammt vom falschen Auto. Vom Nachfolgemodell. Und dann gibt's da noch ein Problem mit Ahmeds 123er. Er verliert Wasser. Ein undichter Schlauch? Nein, viel schlimmer. Das Thermostatgehäuse ist korrodiert. Eine einzige Kraterlandschaft. Da hilft eigentlich nur ein Neuteil für ein paar hundert Dirham. Oder die Werkstatt auf der anderen Straßenseite. Was nun folgt, ist eine Einführung in marokkanische Improvisationskunst oder Aluschweißen für Fortgeschrittene. Der Schweißdraht stammt von einem alten Lichtmaschinengehäuse und wird freihändig aufgebracht. Nach ein paar Minuten sind die korrodierten Schlauchansätze geschweißt. Das überschüssige Material wird weggeflext. Natürlich ohne Schutzbrille. Musik
Jetzt muss nur noch eine Dichtung gebastelt werden. Und das Thermostatgehäuse kann wieder eingebaut werden. Reparaturdauer eine halbe Stunde. Kosten 6 Euro. Ahmeds Daimler ist wieder dicht. In Marokko leben viele Menschen mit den alten Daimlern und von ihnen. Wenn es nach den Behörden geht, nicht mehr lange. Denn auch in Marokko kämpft man gegen die Luftverschmutzung. Der Staat zahlt Taxifahrern die Hälfte des Kaufpreises, wenn sie ein neues Auto kaufen. Die meisten können sich trotzdem keinen Neuwagen leisten, bekommen keinen Bankkredit. Für Ahmed kommt ein neuer sowieso nicht in Frage. Ich werde der Letzte sein, der sein Auto umtauscht. Logisch, das ist die Wahrheit. Der Letzte, der ihn tauscht, den Mercedes. Denn er sichert seine Existenz und die seiner Familie. Ahmed kann sich eine Wohnung in einem der besseren Viertel von Casablanca leisten. Neben seiner Frau und der Tochter wohnen die Schwiegermutter und ein Neffe hier. Sein Sohn lebt in New York. Er arbeitet dort als Taxifahrer. Aber einfach ist es nicht. Allein für die Ausbildung seiner Tochter Asha zahlt Ahmed jährlich 2 Monatsgehälter. Sie möchte Stewardess werden. Ahmed sagt, dazu müsse man jemanden kennen. Ohne Beziehungen läuft wenig in Marokko. Wirklich, das Leben ist teuer und schwierig für Taxifahrer. Nichts ist hier abgesichert. Nicht auf dem Gebiet der Gesundheitsversorgung oder der Arbeitslosigkeit, der Rente. Viele Sachen. Es sind alles Lasten, die wir selber tragen müssen. Marokko, ein Land im Umbruch. Landwirtschaft, Phosphatabbau, Tourismus sind die Säulen der marokkanischen Wirtschaft. Und illegaler Haschischanbau. Marokko ist eine Monarchie. Der König ist ebenso beliebt wie mächtig. Er beherrscht die Wirtschaft. Trotzdem sind die Arbeitslosenzahlen hoch. Ein Viertel der Bevölkerung kann nicht lesen und schreiben. Sicherheit und Stabilität gehen vor Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Ahmed hätte Staatsbeamter auf Lebenszeit werden können, als Polizist. Aber nach 2 Jahren wollte er nicht mehr. Es gab mir zu viel Ungleichheit, keine Demokratie. Viele, viele Sachen, die mir nicht gefallen haben. Deshalb habe ich mich dem Beruf zugewandt, der mich schon seit meiner Kindheit fasziniert hat, nämlich Taxifahren. Das ist ganz einfach. Sein Traumjob, seit 25 Jahren immer im selben Auto. Für mich ist diese alte Mercedes-Kiste meine Gefährtin. Treu, meine treue Gefährtin, das ist wahr. Ich bewundere sie sehr. Ich möchte gerne mit ihr zusammenbleiben, bis zum Ende. Die Koutoubia-Moschee, das Wahrzeichen des ganzen Landes. Die rote Stadt, Marokkos Perle des Südens. Mehr als 1000 Jahre alt. Eine der 4 Königsstädte. Marrakesch. Umgeben von einer 19 Kilometer langen Stadtmauer. Sie bot Schutz vor Räubern, die den Kaufleuten damals nach der Ware und dem Leben trachteten. Eine gefährliche Gegend. So erklärt sich auch der Name der Stadt. Das ist die Zusammensetzung von 2 arabischen Wörtern. Morkusch, geh schnell. Weil diese Gelände von Marrakesch, wie gesagt, das war sehr gefährlich. Und die Karawanen müssten schnell gehen durch diese Gelände. Die Altstadtmauer sicher, die Türme haben nochmal die Karawanen gesichert und auch noch die Karawansereien. Weil jede Karawanserei hatte ein sehr großes Tor und aus Morkusch, geh schnell, ist Marrakesch entstanden. Hakim Lexiar kennt die Stadt wie kaum ein anderer.
auch den Souk, den Bazar von Marrakesch mit seinen 10.000 Händlern. Hakim ist Fremdenführer. Er spricht Deutsch, Englisch und Französisch, die zweite Amtssprache in Marokko. Die meisten Touristen kommen aus Frankreich, gefolgt von Spanien und Deutschland. Natürlich ist fast alles, was hier feilgeboten wird, für die Gäste aus dem Ausland gedacht. Aber 99% der Produkte im Souk, sagt Hakim, werden in Marokko produziert. Vieles direkt im Bazar. Traditionelle Handarbeit statt chinesischer Plagiate. Das nützt den einheimischen Produzenten. Und die alten Techniken gehen nicht verloren. Hakim, der Fremdenführer, ist 45 Jahre alt und eigentlich Doktor der Naturwissenschaften. Er hat in Düsseldorf studiert, aber statt zu forschen, zeigt er Touristen seine Stadt. Das ist eine Passion, das war auch früher eine Passion von mir. Ich mag meine Stadt und mein Land zu den Leuten zeigen, weil ich habe gesehen, dass viele Leute in Europa und im Ausland, in Deutschland, dass sie nicht den richtigen Bild über unser Land haben. Deshalb bietet er auch Touren in die Ecken der Altstadt an, in die sich Touristen nur selten verirren. Ins Marrakesch der Marokkaner, nur ein paar Meter entfernt von den glänzenden Fassaden. Hakims wichtigste Botschaft: Marokko ist ein liberales Land, auch in Glaubensfragen. Islam light nennt er das. Fundamentalistische Muslime sind hier nicht sehr beliebt. In dieser Bäckerei wird tatsächlich nur gebacken. Den Teig haben die Kunden selbst gemischt. Der Bäcker schiebt ihn in den Ofen. Weil Marrakesch selbst im Oktober noch 35 Grad heiß ist, hat fast niemand einen eigenen Ofen. Die Armut kommt dem Wohlstand der Touristen manchmal nah. Nohela, eine Bekannte von Hakim, verkauft Papiertaschentücher. Sie ist 14 Jahre alt. Obwohl in Marokko eigentlich Schulpflicht besteht, ist sie nie zur Schule gegangen. Sie muss zum Unterhalt der Familie beitragen. Ihr Traumberuf? Doktorin. Ärztin. Marrakesch, die Stadt der Gegensätze. In vielerlei Hinsicht. Das Besondere an dieser Stadt ist, dass das Moderne mit das Alte zusammen parallel leben. Das sieht man in dieser Stadt. Das authentische Leben und das moderne Leben zusammen. Sie finden eine ganz alte Tür von der 15., 14. Jahrhundert und daneben steht ein iPhone 7 oder ein iPhone 8. Das gilt auch für die Taxis. Neu neben alt. Ein PS neben 150. Mercedes-Modelle aller Altersklassen neben der modernen Konkurrenz. Und wie überall gilt die eherne Regel: Der Vorderste kommt zuerst. Eigentlich. Es gibt immer Streit hier. Aber danach. Alles ist wieder gut, ne? Weil die Leute, die mischen sich ein, ne? Und die helfen die Leute, sich zu versöhnen, ja? Und alles wunderbar, am nächsten Tag wieder an neue Seite. In Marrakesch müssen die Taxis alle draußen vor der Altstadt warten. Die Gassen drinnen sind viel zu eng. Und der berühmteste Platz der Stadt, die Jemaa el Fna, UNESCO-Weltkulturerbe, ist sowieso tabu. Der Platz der Gaukler, der Schlangenbeschwörer, Musiker, Künstler, Wahrsagerinnen, der Wundermittel- und Nippesverkäufer. Eigentlich heißt Jemaa el Fna Versammlung der Toten. Es ist eine ehemalige Hinrichtungsstätte.
Im April 2011 erlebte der Platz wieder einen Ausbruch von Gewalt. Ein Terroranschlag forderte 17 Menschenleben. Heute sind die Touristen zurück, genießen das Flair des Platzes, vor allem bei Nacht. Fünf Uhr morgens. Mohammed wischt die letzten Staubkörnchen von seinem 124er, das gängige Taximodell in Marrakesch. Eine Fahrt nach Süden, nach Seti Fatma, ins Atlasgebirge. Mohammeds Mercedes 250 Diesel hat mehr als 1 Million Kilometer auf dem Tacho. Das Auto ist wenig jünger als der Fahrer. Das Urika-Tal, unter Touristen ein Geheimtipp, für die Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel. Kaum eine Stunde von der Millionenstadt Marrakesch entfernt. Die Liebe zum Wasser scheint groß im eher dürren Nordafrika. Die Lokale am Weg bieten als besonderen Service nasse Füße. Doch das Leben im Gebirge ist karg, ein bisschen Landwirtschaft, viele suchen Arbeit in Marrakesch. Auf der Strecke bleiben vor allem alleinstehende Frauen. Es ist mühsame Handarbeit. Erst werden die Nüsse geschält, dann wird die sehr harte Schale geknackt, schließlich die mandelförmigen Kerne gemahlen. So entsteht Argan, das Öl, das die europäische Kosmetik- und Lebensmittelindustrie gleichermaßen entzückt. Und das vielen Frauen ein kleines Einkommen sichert. Im Urika-Tal haben sich einige Kooperativen gegründet. Beschäftigt werden Witwen, geschiedene Frauen, Alleinerziehende. Die Argan-Nüsse wachsen nur im Süden Marokkos, um Agadir. Aber hier wird das Öl hergestellt. Aus 30 Kilo Nüssen gewinnen die Frauen einen Liter. Der erste Grund, es in Handarbeit zu machen, ist, dass wir damit die Tradition bewahren. In Marokko macht man alles mit den Händen. Der zweite Grund ist, die Qualität zu erhalten. Denn wenn man es mit Maschinen macht, ist das Öl nicht lange haltbar. Verkauft wird es direkt vor Ort. Entweder als Speiseöl, dann wurden die Nüsse vorher geröstet, um die Bitterstoffe zu entziehen, oder als Kosmetiköl. Die Marokkaner schwören darauf, weil es die Haut so zart macht. Und Mohammed bringt in seinem Grand Taxi die Kundschaft her. Oben im Urika-Tal liegt Seti Fatma am Fuße des Hohen Atlas. 1500 Einwohner. Berber, die schon vor der Arabisierung im Mittelalter im Atlas lebten. Für Mohammed geht es in Seti Fatma nicht weiter. Die Straße endet hier. Die Einwohner können sich eh kein Taxi leisten. Sie gehen zu Fuß oder nehmen die Kleinbusse. Oldtimer von Mercedes. Wer als Tourist weiter hoch will ins Gebirge, muss sich einen Fahrer mit Geländewagen suchen. In diesem Fall ist es ein Land Rover. Der Blick zurück auf Seti Fatma im fruchtbaren Flusstal. Der Atlas ist der höchste Gebirgszug Nordafrikas, ein unwirtliches Gebiet. Die Berge bis über 4000 Meter hoch. Schon im Oktober fällt der erste Schnee. Nur wenige Weiler. Die Menschen hier halten ein paar Schafe und Ziegen. An einigen der steilen Hänge haben sie Terrassen angelegt. Wer kann, zieht von hier weg, sucht sich einen Job in der Stadt. Vielleicht als Taxifahrer. Zurück in Ägypten, unterwegs im Nildelta. Tariq, der Taxifahrer aus Kairo, ist auf dem Weg zu einer kleinen Stadt voller alter Mercedes. Fakus. Normal people,
Die Leute auf dem Land brauchen die Mercedes, um damit zu arbeiten. Zum Beispiel als Taxi. Sie fahren von Fakus nach El Kantara auf der Sinai-Halbinsel. Oder nach Sahaja. Und dafür brauchst du ein starkes Auto. Da kannst du kein normales Auto nehmen, weil davon hast du nicht lange etwas. Fakus. Der Marktplatz ist zugleich zentraler Halteplatz für die Sammeltaxis. Manche sind über 50 Jahre alt. Neben dem Strich 8 beherrscht der W110 das Stadtbild, Spitzname Heckflosse. 1961 zum ersten Mal gebaut. Besonders beliebt sind die seltenen Langformen mit 3 Sitzreihen für 7 Fahrgäste. Hier sind es 11. Auch wenn es nicht so aussieht, alles ist genau organisiert und läuft nach einem strengen Regelwerk ab. Dafür sorgt der Platzwart. Das System ist hier so, dass jedes Auto nach Sahaja 6 Passagiere aufnimmt. Der Fahrpreis beträgt 5 Pfund. 25 Cent. Das geht nach der Reihenfolge. Wer zuerst da ist, den registriere ich zuerst. Hamdi Ali hat seit 27 Jahren eine Heckflosse. Zweimal täglich fährt er ins 80 Kilometer entfernte Kantara. Das Taxi ist seine einzige Einnahmequelle, aber er lebt nicht schlecht davon. Hamdi hat 2 Häuser, 2 Frauen und 5 Kinder. 2 von ihnen studieren. Kein Wunder, dass er auf seinen Mercedes schwört. Nun, in dieser Stadt lieben alle Leute die Mercedes-Autos. Denn Mercedes ist deutsche Produktion und ein starkes Auto. Ja, ein Mercedes ist sehr gut. Der Aufbau ist ganz stark und es kann ganz viel aushalten. Davon waren die Entwickler schon vor fast 60 Jahren überzeugt. Die Unfallfolgen für alle Insassen mildern. Darum geht es hier. Diese Rakete beschleunigt die Versuchswagen bis auf 100 Stundenkilometer. 3, 2, 1, 0. Geschwindigkeit 100 Stundenkilometer. Die Türen lassen sich öffnen und schließen. Die Schlösser haben standgehalten. Nicht in allen Automobilen sind die Schlösser gleich. Hier geht es um die Festigkeit, vor allem der Dachsäulen. Geschwindigkeit 80 Stundenkilometer. Versuch 1. Fahrer mit Sicherheitsgurt. Kein Aufprall. Versuch 2. Fahrer ohne Gurt. Er prallt mit der Brust auf die Polsterplatte des Lenkrads. Ein ähnlicher Versuch am lebenden Objekt. Beifahrer angeschnallt. Geschwindigkeit 20 Stundenkilometer. Sicherheitsreserven, die in manchen gefährlichen Situationen entscheidend sein können. Tarek, der Taxifahrer aus Kairo, hat Probleme mit dem Motor. Er läuft nicht rund. Es liegt wohl am schlechten Sprit in Ägypten. Das Werkstattnetz ist dicht in Fakus. Spezialgebiet natürlich Mercedes. Repariert wird auf der Straße. In den engen Garagen stellen die Mechaniker Ersatzteile her, mit selbstgebauten Schablonen. Originalersatzteile sind zu teuer. Also muss improvisiert werden. Irgendwie schaffen sie es immer, halten die alten Kisten am Leben. Fakus wird wohl noch ein paar Jahre Mercedes-Stadt bleiben und die Existenz vieler Taxifahrer und Mechaniker sichern. Aber irgendwann werden sie doch den Geist aufgeben, die fast unverwüstlichen Strich 8 oder Heckflossen. Dann werden sie vielleicht durch die Nachfolgemodelle, den 123er oder 124er, ersetzt. Aber irgendwann wird Schluss sein. Neue Autos haben zu viel Elektronik für die ägyptischen Reparaturkünstler. Einige Exemplare werden dann vielleicht die Rückreise nach Deutschland antreten. Als gesuchte Oldtimer. Auf den Straßen der Welt fahren mehr als 26 Millionen Lastkraftwagen. Ihre Bedeutung im Wirtschaftsleben kann man nicht hoch genug einschätzen. Mit der immer engeren Verflechtung der Weltwirtschaft wächst ständig das Verkehrsaufkommen. Jedes Jahr werden mehr LKWs gebraucht.
Jedes Jahr steigt auch die Zahl der neu zugelassenen Mercedes-Benz-Lastkraftwagen. Lateinamerika. Autos für die Ewigkeit in Brasilien und Argentinien. Wir folgen Ihnen vom Bundesstaat Goiás über die Megacity São Paulo und den Bundesstaat Santa Catarina bis in die Stadt Mercedes im Nordosten Argentiniens. Diesmal sind die Schwergewichte dran. Was bei uns in Museen steht, fährt immer noch tapfer auf Brasiliens Straßen. An einer Raststätte im Bundesstaat Goiás picken wir uns einen Veteran einfach raus. Dieser hier sieht verbraucht aus, ist voller Rost. Ich komme gerade aus Belém do Pará. Ich will versuchen, hier Wassermelonen zu laden und sie nach São Paulo zu bringen. Ich mache immer die gleiche Route. Von São Paulo nach Belém und von Belém nach São Paulo. Und das seit 38 Jahren. Wenn ich jetzt in São Paulo ankomme, habe ich die 970. Reise hinter mir. 6 Millionen Kilometer hat mein Laster schon drauf. Nur den Motor habe ich öfters ausgetauscht. Ich kümmere mich mehr um ihn als um die Familie. Es ist ein Leben in einem Truck. Ich habe zwar die Schule besucht, aber hingeschmissen, um mir einen Kindheitstraum zu erfüllen, der nun zu einem Albtraum geworden ist. Aber wer Rosen liebt, muss auch die Dornen ertragen. Ist es nicht so? Welche Dornen meint der LKW-Poet? Sein Name ist Roberto Ferreira de Souza. 64 Jahre zählt er schon. Mit seinem LKW habe er 3 Frauen und 10 Kinder ernährt, erzählt er stolz. Bei Elsa, die Fernfahrerkneipe hier in der Gegend. Roberto nennt seinen LKW liebevoll Amarelau, den Gelben. 40 Jahre ist er alt. Der Mann von Elsa war auch Lastwagenfahrer. Da ist das Foto von ihm mit dem 1113. Heute noch sind viele auf Brasiliens Straßen. Auch der 1313, 1513, 2013. Die ersten von Mercedes Brasil. Gute Autos. In den Adern dieser Männer fließt nur Diesel. So sehr lieben sie dieses Leben. Sie stecken sogar die Familie an. Ja, so ist das. Wenn man ein wenig hier reinschneidet, kommt Diesel heraus. Keine Chance, Fernfahrer sein, liegt einem im Blut. Bei Elsa kostet ein Essen 15 Reais, umgerechnet 3,50 Euro. Gut und billig. Wenn ich Geld hätte, meinen Mercedes gegen einen neuen zu tauschen, dann müsste es wieder ein Mercedes sein. Die Kneipe liegt an der Raststätte von Jardim Paulista, einer Kleinstadt, etwa 1200 Kilometer nördlich der Metropole São Paulo. Roberto fährt nur wenige Minuten bis zum Büro eines Obstgroßhändlers. Die Firma kauft bei den Bauern ganze Ernten auf und verkauft sie dann in den Märkten der Großstädte. Roberto hofft auf eine Lieferung nach São Paulo, denn er wohnt in der Nähe. Neben dem Firmenlogo steht: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Warum nur? Draußen warten schon andere Fahrer.
Auch für Roberto gibt es keinen Auftrag. Sie warten Stunden. Manchmal sogar 2-3 Tage, abhängig von der Nachfrage. Endlich. Die Firmenmitarbeiterin kommt mit einem Auftrag für Campinas oder São Paulo. Für 150 Reais die Tonne. Mit diesem Preis bist du pleite, wenn du in São Paulo ankommst. Etwas anderes hat sie nicht. Es ist das Spiel von Angebot und Nachfrage. Wenn weniger Lastwagen da sind, steigt der Preis. Gibt es viele wie jetzt, geht der Preis runter. Geduld haben sich ja Brasilianer erfunden. Den ganzen Nachmittag bekommen sie kein Angebot mehr. Vielleicht klappt es ja morgen, so Gott will. Hier ist es nicht leicht. Bei Elsa gibt es Abendessen und viel Sehnsucht. O que eu penso nela no caminho, imagino seu carinho todo bem. Roberto ist schon seit 12 Tagen unterwegs und seine Frau hat heute Geburtstag. Die Königin meines Reiches. Alles Gute, Liebes, schreibt er. Wahrscheinlich kann ich morgen laden und am Sonntag in São Paulo sein. Am nächsten Tag stehen vor der Firma noch mehr Lastwagen. Die Spekulation auf Kosten der Fernfahrer geht weiter. Vier LKWs fahren weg, ohne dass die Wassermelonen verkauft sind. Sie laden die Ware und fahren los, aber sie wissen nicht, wo sie am Ende abladen werden. Inzwischen versucht Frutak, der Großhändler, das Obst zu verkaufen. Und wenn er es schafft, schickt er dem Fahrer ein Fax hinterher, das er in einer Tankstelle ausdruckt. Das ist die Verkaufslizenz. Nur damit darf der Fahrer in den Markt rein. Aber ich will erst los, wenn ich schon weiß, wohin, damit ich keinen Stress auf der Fahrt habe. Der Schaden geht auf unser Konto. Wir verlieren Zeit, geben Geld aus für das Essen. Es bringt nichts, die Gewerkschaft einzuschalten. Sie löst zwar aktuell dein Problem, aber du bist verbrannt. Keiner wird dir mehr einen Auftrag geben. Daher auch die religiösen Sprüche, auch auf den Lastwagen. Als einziger Trost. Ich bin nicht sicher, ob ich schon heute fahre. Warten wir ab. Am Mittag entscheidet sich Roberto doch zu fahren, auch ohne ein genaues Ziel für die Lieferung. Der leere LKW wird gewogen, damit das Gewicht der Ladung später stimmt. Dann geht es zu den Plantagen, um 15 Tonnen Wassermelonen abzuholen. Der Bundesstaat Goiás, das sind Großgrundbesitzer, vor allem Viehzucht. Mächtige Landbesitzer und gleichzeitig Politiker in der Hauptstadt Brasília. Durch Beziehungen dort eignen sie sich immer mehr Boden hier an. Ihre Felder verpachten sie an die Bauern. Oi!
Die Bauern verkaufen die Ernte an die Großhändler. Das ist die schönste Stunde der Reise, wenn der Lastwagen beladen wird und wir endlich fahren können. Was die Neuen können, schaffen die Veteranen auch. Roberto bringt 15 Tonnen Wassermelonen in den Bundesstaat São Paulo, 1200 Kilometer von hier entfernt. 3 Tage Fahrt. Über die Hälfte aller Waren wird in Brasilien auf LKW transportiert, auch auf schlechten Straßen. Der Poet hat auf seinem Amarelão den Spruch: Schon für die Liebe lohnt sich zu leben. Tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna maior. Cresce também em massa humana. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes em 1940, aproxima-se hoje dos 2,5 milhões. Há dramas que não se podem ocultar. E entre estes, a luta pelo transporte em São Paulo. Auf Ackerland, nur 20 Kilometer von São Paulo entfernt, ließ der Stuttgarter Konzern Mercedes-Benz do Brasil bauen. In São Bernardo do Campo. Eine Fabrik für Diesellastwagen und später auch Busse. 1956 weihte der damalige Präsident Brasiliens, Juscelino Kubitschek, Mercedes-Benz do Brasil ein. Brasilien ist aufgewacht, fing er seine Rede an und unterstrich damit die Bedeutung des Werkes für Brasiliens Wirtschaft. Im ersten Lastwagen, dessen Motor schon in Brasilien gebaut wurde, einem L312 für 6 Tonnen, besuchte er das Fabrikgelände. Fast jeder zweite Lastwagen und jeder zweite Bus auf Brasilienstraßen kommen von Mercedes-Benz do Brasil. Trotz des Ruhms darf unsere Kamera hier in São Bernardo do Campo die Werkstore nicht passieren. Dafür macht ein Privatmuseum der Stadt seine Tore extra für ihn auf. Eine Überraschung für den 80-jährigen Qualitätsingenieur Vicente D'Angelo, der bei Mercedes do Brasil gearbeitet hat. Hi. Der ist aus meiner Zeit in der Firma. Du hast das Herz von Mercedes-Benz. Obwohl deine Karosserie von Nicola ist. Sehnsucht. Wie ich mich nach dieser Zeit sehne. Die Mitarbeiter nannten die Firma Mama Mercedes. Zu meiner Zeit arbeiteten dort um die 15.000 Menschen. 3 Genossenschaftsläden gab es für die Belegschaft. Man kaufte für einen Monat alles, selbst Klamotten, Haushaltsgeräte. Und am Ende des Monats wurde es vom Lohn abgezogen. Aber viel billiger als draußen, weil die Firma große Mengen kaufte. Es gab direkt in der Firma eine ausgezeichnete medizinische Versorgung für die Mitarbeiter und deren Familien.
Die Firma hatte einen Fußballplatz für die Mitarbeiter, einen Club, in dem wir das Johannisfest mit Tänzen feierten. Wir waren immer dort, sind am Freitag nach Hause gegangen, aber am Samstag waren wir schon wieder da. Mama Mercedes, das war einmal. Brasilien durchlebt eine schwere Wirtschaftskrise. Der LKW-Markt ist auf Talfahrt. Es gab schon Abfindungen und Entlassungen für die Belegschaft. Deswegen vielleicht haben die Chefs von Mercedes-Benz do Brasil keine Lust auf Besuch aus Deutschland. Der zweite Tag auf Robertos Fahrt nach São Paulo. Já pegou pelo caminho, chuva fina e tempestade, asfalto, terra molhada, lamaceiro de verdade. No inverno ele se abriga, no verão abre a camisa, pronto pra qualquer parada, porque o tempo... Die alten Lieder der Fernfahrer hört gerne unterwegs. Seu coração via de emoção, demais, demais, dia, noite, madrugada. Hora de partida. No caminhão que ele traz é a coragem que ele tem, que é sempre mais. Pulso firme no volante, em frente vai, pela estrada e pela vida. Wer hat denn nicht Lust auf etwas Besseres, etwas Neues im Leben? Aber ob mein Herz in der Stunde des Tausches mitmachen würde, da bin ich mir nicht sicher. Es sind so viele Jahre Partnerschaft und er hat mich nie unglücklich gemacht. Er erfüllt meine Erwartungen. Ist ein sehr guter Lastwagen. Er ist sehr einverstanden, wenn ich langsam fahre. Aber wenn ich aufs Gaspedal drücke, weil ich in einer bestimmten Zeit liefern muss, macht er mit. Es nützt nichts, ich mag ihn. Ich fühle mich mit ihm wohl, sogar beim Schlafen. Jeder Cent zählt, sagt Roberto. Man muss sehr gut wirtschaften, um am Ende noch Geld in der Tasche zu haben. Tanken nur dort, wo man Rabatte kriegt. Hier kostet ein Liter Diesel 77 Cent. 3 Real sein Liter. Aber hier bekomme ich 5 bis 6 Cent Rabatt, immerhin. 7,65. Autobahngebühren, alles müssen wir selbst übernehmen. Die Firmen zahlen nichts. Solange die Fahrer unterwegs sind, spekulieren die Großhändler weiter auf dem Markt. Roberto fragt in der Tankstelle, ob ein Fax für ihn angekommen ist. Der Lieferauftrag. Die Firma Frutac. Sie sollte hierher ein Fax für mich schicken. Ich weiß immer noch nicht, wohin ich die Wassermelonen liefern werde. Das sind die Dornen dieses Berufes. Sicher ist nur die Himmelsrichtung, in die er seinen 1513 mit den 15 Tonnen Melonen steuern soll. Durch den Bundesstaat Minas Gerais und vorbei an den riesigen Zuckerrohrfeldern.
as luvas se acabam. E na estrada de Santos eu não vou mais passar. In der Ferne die Lichter der Zuckerraffinerien, so groß wie Städte. So geht noch ein Tag Fahrt zu Ende. Eine Zweitagesreise von dem Ort entfernt, wo Roberto sich ausruht? Schaut ein Banker nach dem Wetter. Jordan Peters schaut ins Wochenende. Es ist Freitag. Hier auf dem Hof seiner Schwiegermutter im Bundesstaat Paraná, im Südwesten Brasiliens, wohnt er mit seinem Mercedeschen, dem Mercedinho 608D und seiner Frau Letícia. Saudade, coisa esquisita, vive a nossa bem que há. Tá certo, não vale a pena, mas sempre é bom recordar. Sie 23, er 24, jung vermählt. Sie machen den kleinen Truck für den Sonntagsausflug schön. Jordan Peters hat ihn gebraucht gekauft und selbst restauriert. Ich war schon immer in Mercedes vernarrt. Mit 16 Jahren habe ich ein Papiermodell gebaut von dem Lastwagen, den ich heute habe. Sie ist alt, diese Liebe. Seine Plane war die vom ersten Lastwagen meines Vaters. Das sind Kindheitserinnerungen für mich. Es war sehr schwierig, für die Restaurierung originale Ersatzteile zu finden. Zum Beispiel nach der weißen Schutzkappe habe ich 2 Jahre lang gesucht. In den 70er und 80er Jahren glaubten die Menschen, dass Chrom an den Fahrzeugen Glück und Aufträge bringen würde. Dieser Halter für das Kennzeichen wurde von Mercedes schon so gemacht. Es ist ein Original, das ich gefunden und restauriert habe. Im Sommer, Dezember in Brasilien, haben Jordan und Letícia geheiratet. Wir haben zu dritt geheiratet. Du, ich und unser LKW. Jedes Detail haben wir geplant. Mein Kleid habe ich mit Schlitzen an der Seite nähen lassen, damit ich ein- und aussteigen konnte. Für unsere Ringe hast du einen Lastwagen gebastelt. Ja, wie glücklich wir an dem Tag waren. Das Leben sollte nur aus solchen Tagen bestehen. Ein unvergesslicher Tag. Ein magischer Tag. Romantisch, diese Nachfahren von europäischen Siedlern oder auch früheren Wirtschaftsflüchtlingen, die dieses Gebiet seit 5 Generationen bewohnen. Meine Vorfahren kamen aus Trier in Deutschland und haben diese Gegend, das Land, bewirtschaftet. Zu der Zeit hat die brasilianische Regierung den Immigranten Ländereien geschenkt. Bis zur Küste, nach Florianópolis im Bundesstaat Santa Catarina sind sie gekommen, auch Italiener. Wie die Vorfahren von Paulo Luis. In meinem Kopf geht ein Film ab, wenn ich dieses Auto sehe. Mit dem fuhr mein Vater. Auf seinem Schoß habe ich mit 10 Jahren fahren gelernt. Mit 14 fing ich an, mit ihm als LKW-Fahrer zu arbeiten. Sogar ohne Führerschein. Paulo ist heute Bauunternehmer und Sammler von Mercedes-Benz-Veteranen. Wo heute die Hochhäuser stehen, waren früher dichte Wälder. Wir hatten damals die Erlaubnis, abzuholzen. Pro Tag haben wir so einen LKW 4-mal mit Holz beladen und die Bäckereien und Krankenhäuser von Florianópolis beliefert, um zu heizen.
Überall in Brasilien sucht er nach Mercedes-Veteranen. 8 hat er mittlerweile restauriert. Sempre que mordoneio as cordas desta guitarra, meu canto sai espontâneo, igual canto de cigarra, vou repontando recuerdos. Den LP 312 hat er zuletzt gekauft. Als ich auf die Welt kam, war er schon 10 Jahre alt. Ich bin ein 67er und er ein 57er. Autos wie dieses haben geholfen, die Straßen Brasiliens zu bauen, haben Baumaterial transportiert. Dieses Modell war der erste von Mercedes. Motor, Bremsen, Reifen, Achse, alles ist noch original. Fahr erst einmal mit ihm, ob er dir so gefällt, sagt sein Mechaniker. Der Anlasser, die Kupplung, alles aus dem Jahr 1957. Diese Motoren haben kein Geheimnis. Mit einer Zange und einem Draht bleibst du mit ihm nie auf der Straße liegen. Ich lasse ihn laufen. Mal sehen. Paulos Veteranen sind keine Salonstücke, sondern für den täglichen Gebrauch da. Sie sind gut in Form. Weil sie älter als 15 Jahre sind, muss ich keine Kfz-Steuer bezahlen. Die Haltungskosten sind sehr niedrig. Das Plattgesicht, wie wir den 321 nennen, habe ich immer im Einsatz. Die Versicherung eines neuen ist zu teuer. Und der hier kommt dorthin, wo ein neuer auch hinkommt. Auch Langstreckenfahrer sind dieser Meinung. Freunde sagen zu mir, egal wie lange wir dich nicht sehen, du hast immer noch den Amarelão. Ich sage, ich warte noch auf seine Einwilligung zur Scheidung. Und die Freunde, was, du willst dich von der Frau scheiden lassen? Nein, der Truck will die Scheidung nicht. Such mal einen VW auf der Straße, der so alt ist, findest du nicht, sagt der andere LKW-Fahrer. Sonntags läuft immer eine Sendung für die Fernfahrer. Pena Estrada bedeutet auf der Straße unterwegs. Heute geht es um die sogenannten Bakterien. So nennt man in Brasilien die alten LKW voller Rost. Wie der von Roberto. Und das verletzt ihn ein wenig. Da hilft auch die schwarze Schutzpatronin der Trucker nicht. Die Anschaffung eines neuen LKWs bedeutet Schulden bei der Bank und noch mehr Stress bei der Auftragslage. Oft sogar die Aufgabe dieses Berufes. Das Geräusch beim Klopfen verrät mir, ob die Reifen genug Luft haben. Vielleicht steckt irgendwo ein Nagel und der Reifen verliert Luft. So ein Reifen kostet derzeit 1800 Reais. Das ist zu viel. Und deshalb wechsle ich nach einer Zeit die vorderen Reifen nach hinten, damit ich sie neu belegen lasse. Das kostet mich 550 Reais. Ich würde ihn gerne überholen. Aber das, was wir verdienen und was wir unterwegs bezahlen müssen, bringt einen in die Situation, entweder den LKW restaurieren oder die Familie ernähren. Deswegen muss ich das vor mir herschieben. Und er verrostet immer mehr. Es ist Sonntag.
und Roberto etwa 100 Kilometer von São Paulo entfernt, von seinem Zuhause. Tudo é bonito. Hoje é domingo. Vale a pena esperar uma semana por dia assim tão lindo. Caixa postal. Die Mailbox. Diese Kerle. Camarada, vou te falar, viu? Wo soll ich bloß mit den Melonen hin? São Paulo. Die Stadt, die nie schläft. Der Großmarkt der Metropole liegt im Stadtzentrum. Es ist spät, als Roberto hier ankommt und er hat immer noch keinen Lieferschein. Trotzdem fährt er zum Großmarkt. Welche Ware er auf dem Lastwagen habe, will die Pförtnerin wissen. Da er keinen Lieferschein habe, müsse er den Wagen am Eingang auf dem Parkplatz lassen. Hier sei er sicher, sagt sie. Bis nach Hause sind es nur 50 Kilometer. Aber Roberto hat Angst, dass gerade vor seiner Haustür die Ladung und der Lastwagen geklaut werden. Nacht und Tag kommen die Lastwagen aus ganz Brasilien hier an. Täglich 12.000 im Schnitt. Viele von ihnen warten seit Tagen darauf, dass ihre Laster entladen werden. Kein gutes Zeichen für Roberto. Veteranen sind geduldig. Aber manchmal entlädt sich die Wut der Lkw-Fahrer, vor allem wenn sie sehen, dass das Obst zu faulen anfängt. Mancher hat schon die abklappbaren Seitenteile geöffnet und alles auf den Boden fallen lassen, sagt Roberto. Aber der Gefühlsausbruch sei ihr Ruin, denn dann gibt es kein Geld. Auch hier im Großmarkt wartet man oft 4 Tage und mehr. Keiner zahlt dir das Essen. Geschweige denn die verlorenen Tage. Viele versuchen ihr Glück in der Lotterie. Roberto will nicht länger warten. Er sucht nach dem Händler der Firma Frutac, den er eigentlich hier treffen sollte. Hier kaufen Supermärkte und Einzelhändler ein. Die Kriminalität nimmt mit der Wirtschaftskrise zu. Selbst auf dem Markt gibt es Raubüberfälle. Täglich liest man Nachrichten von Entführungen beladener Lastwagen samt Lkw-Fahrer. Oft endet es tödlich, sagt Roberto. Der Markt ist ein guter Drehort für Pena Estrada, das Programm für die Lkw-Fahrer. Roberto lobt seinen Truck. Über die Missstände kein Wort. Moment bitte. Sind Sie der Fahrer mit der Ladung von Frutac an der Pforte? Der bin ich. Er telefoniert noch hinter Käufern her. Ich will bloß abladen. Ich bringe Sie außerhalb zu einem Lager der Firma in 2 Stunden. Ich will nur eins, mein Geld. Was mir jetzt noch übrig bleibt, 2.500 Reais, umgerechnet 640 Euro für eine Reise von 6.000 Kilometern und 13 Arbeitstagen. Otro aspecto de la dinámica y competitiva industria automotriz argentina, camiones. Estos vehículos que usted fácilmente reconoce son fabricados desde hace 22 años aquí, en González Catán, provincia de Buenos Aires. Es war die erste Fabrik des Konzerns in Lateinamerika.
Mercedes-Benz Argentinien wurde 1951 gegründet. Trucks und Busse. Die Firma steht im Verdacht der Kollaboration mit der früheren argentinischen Militärdiktatur. Doch die Produkte werden bis heute angehimmelt. Im Nordosten Argentiniens. Die Heimat der Gauchos. Mercedes heißt das Städtchen in der Provinz Corrientes. 45.000 Einwohner. Stammland der Gauchos, aber auch des Nationalgetränks des Mate-Tees Taraguay. Die Automarke Mercedes ist älter als die Stadt. Aber der Name der Stadt kommt weder von Mercedes noch vom Mate-Tee, sondern... Es ist die Virgen de la Mercedes, die Gnadenjungfrau. Im Monat der Familie besucht sie die Schulkinder zu Hause. Das sind die öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Mercedes. Allesamt Mercedes-Benz-Veteranen. Mate-Tee wird überall getrunken, auch in der Werkstatt der Familie Saga. Vater Julio Saga und sein 19-jähriger Sohn Facundo Saga sind die Eigentümer der Mercedes-Benz-Busse, die die Mercedenios überall hin in der Stadt transportieren. Wir werden sie nie verkaufen. Sie gehören traditionell unserer Familie. So geht das von Generation zu Generation. Mein Vater war Busfahrer und ich habe weitergemacht. Und so Gott will, wird auch mein Sohn weitermachen. Und wir hatten immer nur Mercedes. Sie sind leicht zu reparieren, laufen wie eine Eins und sind für die Fahrgäste bequem. Preisgünstig sind sie für die Leute vom Land, die in der Stadt arbeiten. Meine Mutter erzählte, dass sie mich mit 4 Monaten in einen Korb im Bus legte und ich fuhr mit meinem Vater im Bus. Ich schlief immer ein. Es war wie eine Schaukel und das Busgeräusch wie ein Schlaflied. Für die Jüngsten ist es der Schulbus. An dem Geräusch, wenn er vorbeifährt, höre ich, um welches Modell es sich handelt. Davon haben die Sagas 3. Sie fahren vom Hauptplatz aus in 3 verschiedene Richtungen. Auch hierhin in die Provinz Corrientes kamen die europäischen Siedler im 19. Jahrhundert. Die Sagas zum Beispiel. Wir sind Schweizerdeutsche. Die Sagas machen Begegnungsfeste. Vor einigen Jahren sind 600 Sagas zusammengekommen. Ich habe im Stammbaum gesehen, dass ich die 5. Generation in Argentinien bin. Hegen und pflegen, bis Gott uns scheidet, sagen die Sagas. Und wenn nicht mal mehr die Bänke für die Passagiere übrig bleiben, erfindet man in Mercedes für die Veteranen neue Verwendung. Nein, die Eier seien nicht wegen der Schaukelei kaputt gegangen, sondern beim Einladen, sagen diese beiden. Sie sind die Söhne vom Gemüsehändler in Mercedes, Eusebio Dante.
Der Tante-Emma-Laden ist auch ein Familienbetrieb. Vater Eusebio Dante. Den hier habe ich dem alten Sager abgekauft. Der hier war der erste öffentliche Bus in unserer Stadt. Ich habe ihn seit 24 Jahren. Nie bin ich mit ihm stehen geblieben. Nie werde ich ihn verkaufen. Was für eine Maschine. Zurück in Brasilien, in Paraná. Der Banker Jordan und die Gemeindeangestellte Letícia auf Sonntagsspazierfahrt bis zur Küste und weiter in die Berge. Hier, wo sie wohnen, machen Araukarienwälder und Schwarzwaldromantik den Reiz der Umgebung aus. Als ich 18 Jahre alt wurde, sagte ich meinem Vater, ich will Lkw-Fahrer werden. Mein Vater sagte, ausgeschlossen, davon kannst du nicht gut leben. Ich bin ihm dankbar, dass er es mir verboten hat. Ich bin gern Banker. Aber ich spüre auch noch große Lust, mit einem Lkw zu arbeiten. Ja, ich würde am Tag fahren und du in der Nacht. Ich denke, wir werden das eines Tages so machen. Mit Paulo Luis aus Florianópolis haben sie sich zum Ausflug verabredet. Die alpine Landschaft im Bundesstaat Santa Catarina, die Ausläufer des Gebirges Serra do Rio do Rastro. Paolo will beweisen, dass auch sein L312 aus dem Jahr 1957 die 1500 Meter hohe Serra locker schafft. An einem neuen Lastwagen vorbei, der stecken geblieben zu sein scheint. Tatsächlich, der muss abgeschleppt werden. Die Veteranen dagegen kommen oben frisch an, werden bewundert. Das gefällt dem stolzen Paulo überaus. Gute LKWs altern nicht. Sie wechseln nur den Besitzer. Sie lassen uns nicht im Stich. Im Gegensatz zu den neuen, die abgeschleppt werden müssen. Wir haben euch den Beweis erbracht. Alt sind sie nicht, sondern antik. Veteranen halt.